Grüß Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Beyond. Die Wehen haben eingesetzt bei Tuesday und wir müssen jetzt, glaube ich, helfen. Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein, nicht ins Krankenhaus. Sie nehmen mir mein Baby weg. Oh nein, niemand kriegt mein Baby. Schau dich um, Kleine. Wir haben gar nichts hier. Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser. Wir haben gar nichts. Oh, mein Baby. Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt. Halt durch. Ganz ruhig. Und halt was ein. Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich da. Los. Walter, du setzt dich und bleibst dir bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja, aber ihr müsst euch verdammt beeilen! So, jetzt heißt's wirklich schnell. Jody, komm hier nicht. Schon. Kann man nicht irgendwie rennen? Die Frage ist, wir sind jetzt genau an derselben Stelle. Hast du einen Arzt oder so? Nein, wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Vielleicht im Supermarkt müsste man eigentlich alles bekommen. Aber wir haben kein Geld, wir sind Penner. Das könnte ein Problem werden. Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen, es muss doch irgendwie gehen! Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Okay, was weiter? Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Hier nicht. Nein. Wo ist er? Nein, das wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Hier vielleicht? Nein, aber somit kommen wir vielleicht rein. Hier ein Schalter. Los. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh. Oh, Scheiße. Scheiße, ein Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Fuck. Ich kann jetzt nicht einmal Eden steuern, um den Alarm auszumachen. Ich hab so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Schnell. Wichtig ist, dass das Baby es jetzt am Anfang einmal mit warmen Windeln man rausholt. Das war kein wirklicher Satz, aber es stimmt mit warmen Tüchern natürlich. Ja, von mir aus werden es wahrscheinlich auch warme Windeln tun, aber die macht es dann später selbst, eigenproduziert. Aber jetzt ist mal wichtig, dass das Baby überhaupt rauskommt. Wir haben dies eigentlich so schnell in das Gebäude geschafft. Und vor allen Dingen Tuesday hierher verlegen.
So, rüber. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich so an, als wäre sie direkt am Gebären. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Sehr. Den Pulli? Achso, die Hose, natürlich. Das wäre sonst ein bisschen blöd. Hallo, bitte. Kommst du mal kurz? So, hier, der Koffer. Was, eine Schere? Ah, dass es sauber ist und keine dreckige Matratze. Reißen, atmen, beruhigen. Beruhigen. Okay, ganz toll machst du das. Atmen, wisst, ist wichtiger. Okay, bitte tust du immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Und jetzt pressen. Und? Sie ist da, Tuesday. Okay, jetzt noch die Nabelschnur. Babe. Bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die Arme. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody.
unsere Magierin. Ach, wie herrlich. Oder nicht? Schon. Was ist jetzt los? Fucking jetzt alle das Gebäude ab, oder was? Ben, Ben, wach auf! Was? Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber... Los, raus mit dir! Und hoch, hoch, hoch. Los, auf geht's. Schnell hoch. Keine Zeit vertrödeln. Warum brennt hier alles? Kacke. Und springen. Was? Was war das? Los, raus, raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich nebenan! Ach so, okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlecht, dass wir das als letztes holen. Auf einen anderen Weg. Hier raus. Rüber. Fuck. Ah, hoch, hoch. Es ist doch nicht so schwer, Jody. So, und runter mit dem Fenster. Achso, nein, raus. Rein mit dir. Los. Und auf mit der Tür. Jetzt machen wir das Schutzschild. Oh
Dann denk nach, Jodie. Denk nach. Einfach sprengen mit Vollkraft. Und jetzt runter. Schnell runter, lauf! Alles okay? Geh weiter! Okay, schnell raus hier! Okay, wir müssen wirklich uns jetzt mal hammermäßig beeilen. Wir gehen über oben. Habe ich mich gerade so entschieden. Und zwar hier rüber und durch. Und durch. Ja, was willst du sonst machen? Hilf mir ein. So. Am Leben. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber das war unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut, sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Sag mal, was, Jungs, nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest. Pfeif darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Miss Stick. Hey, lass sie in Ruhe! Ganz ruhig, Kakerlaken. Schluss mit Helden sein, oder? Nein! Nein! Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf! Okay, dann komm, los weg! Bastarde! Sie atmet nicht! Sie atmet nicht! Jetzt ist ein Krankenwagen gut. Wir brauchen Sauerstoff! Nein, ich darf nicht sterben! Ich darf nicht sterben! Jodie, nein! Bitte bleib bei uns, Jodie! Bleib bei uns! Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Jodie es überlebt hat. Was ist das? Du ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt. Ist nicht schlecht. Genau wie er gekommen. Pass gut auf dich auf, Johnny. Ich will nicht, dass dir was passiert. Normale Abteilung. Das Kind braucht Wärme. Und es soll Wind und ein Fläschchen haben. Und Kleidung, wie geht es? Thank you.
Bin ich tot? Was zum Teufel? Ich würde sagen, was dieses Fernsehteil ist, erfahren wir beim nächsten Mal bei Let's Play Beyond. Weil das ist ziemlich creepy. Das gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.